Hallo, ihr Querlinge. Baron Dringi, der Erste von Querland und seine Gefährten sind in Vordakais Grab und es wird immer obskurer. Oben hat der Submu noch davon gesprochen, dass der Thronsaal Vordakais nah sei. Davon kann irgendwie gefühlt jetzt nicht die Rede sein. Die Helden haben eine Tür erreicht. Ich bin aber nicht sicher, ob man die Tür überhaupt ohne weiteres öffnen kann. Na, kann man nämlich nicht. Ich habe aber auch einen Schalter. Ist also alles irgendwie nicht ganz so schlimm. Mal kurz den Hund buffen. Und er kriegt noch das da. So, wir gehen jetzt runter zum Schalter. Das hier ist nichts, oder? Was ist das hier? Da war vielleicht eine Falle, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe einen Schalter und der macht entweder die Tür da oben auf oder die andere Tür unten im Irrgarten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist beides denkbar. Oder vielleicht macht der Schalter auch etwas ganz, ganz anderes. Ja. Jetzt habe ich ihn gedrückt und... Hier ist offen. Mhm. Geht vorsichtig zur Werke. Ach, die nächste. Das nützt mir ja gar nicht viel, weil die kann ich doch garantiert auch nicht aufmachen. Stimmt's? Ja. Aha. Ich habe... Zu viele Türen für zu wenige Schalter. Und das ist auch keine Schleuse, weil ich kann da unten nicht wieder auf, also nicht wieder drauf drücken, wo ich gerade war. Das ist ja verschwunden. Ist durch den Schalter auch die zweite Tür unten im Labyrinth aufgegangen? Das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ist sie nicht? Aha. Dann habe ich irgendwo im Labyrinth einen Schalter nicht mehr so richtig gesehen. Hm. Ich laufe mal hier wieder überall auf dem Level rum, wo ich rumlaufen kann, wo ich bisher rumgelaufen bin. Und suche mal nach irgendwelchen Schaltern, die ich nicht gesehen habe. Oder geht's hier weiter? Ach, da geht's weiter. Okay, dann mache ich das nicht. Es ist ja ganz klar, dass wir dann da weiter müssen. Völlig logisch. Aber Achtung. Wegen Fallen. Und geil verstecken. Da. Was hat er geworfen? Eine 5. Eine 18. Trinke die Zahlen. Da bist du doch allergisch dagegen. Trivial Matter. Trivial Matter. Brustplatte. Was ist da drin? Also was ist das? Eine Plus, Brustplatte plus 3 ist leidlich unter schwerer Belastung. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so wirklich schön. Aber die schwere Belastung, die ist hier erstmal nur, dass die Reisegeschwindigkeit... geringer ist. Das ist mir jetzt im Moment hier völlig egal. Oh. Wieder so ein Dicker. Irgendwie kannst du dich verstecken. Und der sieht dich, keine Sorge. Ja, geh mal ein bisschen zurück. Not waiting. Knock, knock, das war toll. Geh da weg. Hirn aus. Bumm. Zusammenlaufen und einmal, bitte. Wie geht's dem Hund? Dem geht's gut. Im Vorbeigehen den hier ausziehen. Oh, der hat wieder 200 plus 2 und dritter Rüstung plus 2 dabei. Ja, das ist alles so schön zu verkaufen, wenn man einen Händler hätte. Was habe ich nicht? Einen Händler. Ich komme auch nicht raus hier aus dem ganzen Ding. Achtung, da ist Gefahr angesagt. Ah, wieder so ein Ding. Wieder so eine Fassung mit oder für irgendwas. Derartige Räume kennen wir schon. Die müssten leer sein, also keine Gegner drin.
vielleicht das ein oder andere Arcanums-Wissen oder Wissen-Welt. Lübchen? Da, genau. Okay, Triki fühlt sich hier vergleichsweise sicher. Wir können alle mal reingehen. Wir haben hier eine Urne, eine Tonne, ein Fass, ein Behälter mit einer alten Zyklopmünze. Wir haben außerdem da eine Lupe. Share your troubles. Michael, was ist das? Das ist eine normale Lupe. Die Wände zieren Darstellungen verschiedener Katastrophen. Krieg, Pestilenz, Hunger und andere Schrecken. Die beherrschende Gestalt ist auf allen Bildern ein Reiter. Das überrascht die Helden jetzt nicht, nachdem wir sie schon hier gesehen haben. Hier. Ein Bild auf der Steintafel zeigt einen Zyklopen, der sein Auge herausgerissen und auf den Boden geworfen hat. In seiner Hand hält er einen Feuerball, den er in seine leere Augenhöhle stecken zu wollen scheint. Ja, das ist den Helden auch schon jetzt irgendwie klar. Beziehungsweise, nee, wartet mal. Ich glaube, das ist ein Bug im Spiel. Als wir oben eine Etage höher in einem ähnlichen Raum waren, da wurde plötzlich die Queste aktualisiert und da hieß es in der Queste: Wie schrecklich, um das Auge von Abaddon benutzen zu können, hat dieser verrückte Vordakai sein eigenes Auge damit ersetzt. Das hier, habe ich damals noch gesagt, wieso wissen die Helden denn das überhaupt? Das können sie doch gar nicht wissen. Aber sie wissen es aus dem Raum hier und nicht aus dem da oben. Was ist hier passiert? Ah, hier. Nee, doch nicht. Das da. Achso, nur betreten. Nö, okay. Keine neuen Erkenntnisse durch die Questen. In due time. Aber jetzt habe ich das Problem mit den Schaltern immer noch, weil ich habe jetzt hier zwar diese schöne Kammer und konnte hier was einstecken und vielleicht kann ich ja später auch nochmal was machen. That is not far. Aber einen Schalter zum Aufmachen von anderen Türen hatte ich jetzt hier auch nicht. Mir fehlt da ein Schalter. Und dann muss ich doch das tun, was ich angekündigt hatte. Nochmal überall rumlaufen und gucken, ob es noch irgendwo einen Schalter gibt. Wenn ich einen Schalter finde, der einen Kreis und ein Dreieck beinhaltet, dann könnte das der Schalter für die zweite Tür da hinten sein, in dieser Schleuse. Und ein anderer Schalter, der macht vielleicht die zweite Tür unten im Labyrinth auf. Irgendwie muss ich da hinkommen. Und da ich euch nicht so sehr langweilen will, werde ich das suchen in den bekannten Gängen. Das Suchen nach neuen Schaltern, übersehenen Schaltern, mal gerade überspringen. Und ich muss gar nicht lange suchen, denn der Schalter für diese Tür war vor der Tür. Das habe ich damals bestimmt gesehen, aber schon wieder gleich vergessen. Focus on the goal. Da ist ja klar, wie es weitergeht. Focus on the button. Follow your lead. Eine schummrige Treppe. All according to plan. Geheimversteck. Da. Mach mal auf. Das ist eine Schatzkammer. Da ist keine Falle drin und auch kein Gegner. Das heißt, können sich alle schon mal da hinstellen. In due time. Jetzt ist es ungefährlich. Bringt die Fallen oder nicht Fallen? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Diese dicken weißen Spinnen hier, guckt euch die mal an. Das ist ja ekelhaft. Igitt. Nur drei Töpfchen mit einem interessanten Umhang. Alte Zyklopenmünze und der Umhang ist ein Umhang des Winterwolfs. Was haben wir schon mal? Hier ist lauter Kram drin. Und da ist drin. A trivial matter. Das musste man knacken. 19 gewürfelt. Hui. Da ist drin ein Stab der Verlangsamung. Die Angriffe und Bewegungen einer mit diesem Zauber belegten Kreatur werden drastisch verlangsamt. Kreaturen unter dem Einfluss des Zaubers werden mit Wanken belegt. Außerdem hat das Ziel ein Maß von -1 auf Angriffswürfe.
die Rüstungsklasse und Reflexwürfe. Eine verlangsamte Kreatur bewegt sich mit halber Geschwindigkeit. Alle Feinde innerhalb eines 30-Fuß-Radius zertritt auf die Zielkreatur in der nächsten Umgebung. Aha. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Stark verlangsamen. Mhm. Mit den ganzen Stäben, die Drinki schon im Gepäck hat, kann er demnächst einen Zaun komplett um kleinen Gewehrstadt herum bauen. Und das nächste Geheimversteck, da. Musste man auch knacken. Wahrnehmungswurf war eine 9 und Trickswurf war eine 3. Wieder nur so Krempel. Oh, da gibt's Gegner, bestimmt. Da steht einer. Villas Gunderson! Aber als Geist. Okay, Villas. Tja. Narren! Von hier gibt es kein Entkommen! Ein bisschen hilfreicher hättest du schon sein können, weißt du das, Hase? Stellt euch mal da hin. As it should be. Narren. Von hier gibt es keine kommen. Da ist eine. Oh, hier sind zwei Türen. Was kann da hinten aus diesem Gang kommen, wo er hingerannt ist? Irgendwas. Zyklop. Warte mal, Dringiel. Ja, geh mal ein bisschen näher ran. Ist nur einer? Glaube ich nicht. Tatsächlich, der ist gerade alleine. Na dann. Immer schön das Auge treffen, Dringiel. Aber das ist ja. Attacke! Seid ihr unter Hass oder was? Achso, die haben das Hirn ausgeschaltet. Das ist nicht so gut. Wer bist du? Ein mächtiger Zombie-Fürst. Lass den mal ranwanken. Ach, egal. Da könnten Fallen sein, wollte ich mal so sagen. Das hat Dringi noch nicht gecheckt. Da ist noch einer. Rennt nur rein. Da kommen die nächsten. Oh, das wird toll. Schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr Fernkämpfer, kommt mal hinterher. No mistakes. Gleich mal die da noch ausschalten. Das war schön. Hast mal gewürfelt. Eine 18. Ah, gut. Der da. Oh, der war auch nicht schlecht. Dort. This will hurt. Und weg. Oh, der nächste. Stopp. I am prepared. Let's try this way. Erstmal hier wieder zurückziehen. Hier liegen mir viel zu viele Leichen rum. Die können alle aufstehen und Zombies werden. Das wäre nicht so günstig. Eieiei, ganz viel Beute. Ist noch einer hier? Was habe ich denn mit denen? Ach, das sind wirklich alles Zombies. Die stehen wirklich alle noch auf. Zumindest die, die hier so ein I haben. Mal so viele! Oh Mann. Aber gut, das sind nur Zombies. Das sind nur Zombies, das ist nichts Schlimmes. That is not far. Das Schlimme kommt dann dazu. Michel, einmal bitte hier den machen. Und Dringiel, sei so frei. Und aktiviere die Zombies. Tonne mit Kram. It is finished.
Das war ein Trickswurf. Schwierigkeitsgrad 22. Tonne mit Kram. Und da noch. Oh, die armen Helden. 2 Negax plus 1 mal 2 Brustplatte, Schutzring und Resistenzumhang plus 1. Ich dachte, ihr werdet wach, wenn ich hier an diesem Ding rumnestle. Das ist aber nicht der Fall. Ja, vielleicht hier. Eine alte Zyklopenmünze. Aber auch das stört die Zomboiden hier nicht. Das stört gar nichts. Da hinten ist noch ein zu lootender Zombie, ansonsten. Die stehen alle gleich auf. Das ist so sicher, wie dass ich Let's Player bin. Ja, was ist los? Was ist denn passiert? Ich sehe ja nichts. Was ist denn los? Wer ist das? Mächtiger Zombie-Fürst. This should do it. Sei mal mutig. Gut. Und schieß. Und nochmal, komm. Wie gut, dass die Kollegen da sind, ja, Bringil? Das sind alles potenzielle Gegner. Ne, der lag hier schon. Das sind zwei alte Zyklopenmünzen hier. Und das sind die, die Dringel gerade erledigt hat mit ihrem Loot. Und die hier nur Ease sind, die sind alle gleich auf den Beinen und quick lebendig. Hier gibt es aber auch so ein paar andere, die ja nur so als Deko rumliegen, oder wie? Ready for anything. Ready for anything ist auch der Herr Baron. Naja, ha! Ready for Geheimverstecking. Da. Ein Stück beschrieben ist da aus alter Zeit. Pause. They'll never see me coming. Schuss. Blattschuss, gut. Mächtiger zu... Oh, Villas Gunnarsson ist jetzt auch... Oh, warte mal. Schieß mal auf den. Und dann geh zurück. Moment, Moment, Moment. Warte, 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 warte. Alle gehen zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Angriff auf Gunnarsson das alles auslöst hier. Der versucht wohl dringend in eine Falle zu locken. In die tappen wir hinein, aber nach einem Speichern. Also, ich glaube, dass hier gleich der Bär steppt. Rekonka kommt schon mal mit nah dran, weil der ist ein Geist, der ist körperlos. Da musst du mit der entsprechenden Waffenverzauberung gleich helfen. Und der könnte auch dieses Zeug... Ach stimmt, der kann so... negatives Zeug machen. Schütz mal ihn. Sashani Savitur! Savitur! Jupp. Und Dringil eröffnet den Kampf. Oder eröffnet ihn Gregonga. Ist auch zu überlegen. Gregonga, geh mal dahin. Da ist er. Schmeiß dir doch mal einen Feuerball an den Latz. Wie findet er denn das? Nicht so gut. Und dann hin, du, ihr anderen, Hirn aus. Dringil darf natürlich schießen. Es geht eigentlich nur Gregonga in den Nahkampf. Du darfst schießen. Du darfst schießen. Du bist dabei. Du machst gar nichts. Und du machst auch gar nichts. Und der Hund, wo ist der? Der macht bitte auch nichts.
geht. Warte. Die entsprechende Verzauberung, die wir bräuchten, wäre... der körperliche Wesen. Hier, das hätten wir gern. Das nicht. Mach. Oh, war gar nicht so schlimm. Wartet, Gnade! Die Stimme des Geistes ist schwach, als käme sie aus weiter Ferne. Rechtschaffen böse. Ihr habt mich zuerst angegriffen, dafür bezahlt ihr jetzt... Naja, eigentlich habt ihr zuerst angegriffen. Aber nur weil ich gesehen habe, dass er einen roten Kreis hat. Vilas Gunderson, richtig? Erinnert ihr euch an mich? Ihr habt mich einmal um Hilfe mit der Insel auf dem Kerzenmeer gebeten. Die Gestalt vor dir ist verschwommen und unscharf, als könnte sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Baron, seid ihr das? Flieht von diesem Ort, bevor es zu spät ist. Dieser Kerker ist eine Falle. Eine Falle. Wie seid ihr hier gelandet? Es war nicht meine Schuld. Es war ein Fehler. Ein großer, törichter Fehler. Ich wanderte durch die Berge. Ich suchte etwas. Etwas, das meinen Wert beweisen und mir die Anerkennung anderer Leute einbringen sollte. Ein bisschen Respekt. Mir war zu Ohren gekommen, dass es in den Hügeln von Levenis einige alte Ruinen geben soll. Aber alles, was ich fand, waren Scherben und Steine. Also beschloss ich, am nächsten Morgen nach Warnburg und von dort weiter nach Restorf zu gehen. Dann passierte etwas. Ich kann nicht sagen, ob es ein Traum war oder... Es war, als hätte mir jemand eine Kompassnadel hinter die Augen gesteckt, um mich in eine andere Richtung zu lenken. Also ging ich, durch die Dunkelheit, und kam schließlich zu diesem verfluchten Grab. Was ist in dem Grab geschehen? Ich wollte nur einen Blick hineinwerfen und da... Ich weiß, das war dumm. Sah ich diesen Armreif aus massiver Jade. Ein kleines Vermögen, getragen an einem Handgelenk. Ich hätte ihn nicht nehmen sollen, aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Also steckte ich ihn ein und floh, ehe irgendein totes Ding aus dem Grab kriechen konnte. Ich kehrte nach Warnburg zurück und gab den Armreif Megar, in der Hoffnung, er würde mir einen schönen Batzen Gold dafür geben. Vilas schweigt einen Augenblick, aber bevor ich meine Belohnung erhielt, kam alles ganz anders. Warnburg, wo sind seine Bewohner? Sie gingen, aus freiem Willen, den ihnen jemand diktierte, um genau zu sein. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich an diese Stimme in meinem Kopf, die Stimme eines Kaisers, der sich niemand widersetzen konnte. Also tat ich alles, was die Stimme verlangte, genau wie die anderen. So sind wir alle hier geendet. Vordakai. Er ist das leibhaftige Böse. Er beschuldigte uns, wir hätten ihn bestohlen. Dann riss er uns die Seelen aus der Brust und sperrte sie ein. Was unsere Körper angeht, die findet ihr im nächsten Raum, dem Speisesaal. Vilas Silhouette verschwimmt. Ich ertrage es nicht, sie anzusehen. Warum wurde eure Seele nicht eingesperrt? Vilas schweigt so lange, dass du dich fragst, ob er überhaupt noch antworten wird. Als er weiterspricht, ist seine Stimme noch schwächer, als würde er sich schämen. Vordakai entschied, dass ich eine härtere Strafe verdient hätte als die anderen. Schließlich hatte ich seinen Armreif gestohlen und ihn auf uns aufmerksam gemacht. Aber anstatt meinen Leib zu foltern, bohrte er seinen Finger in meinen Verstand und pflückte Erinnerung um Erinnerung heraus. Er zwang mich, jeden meiner Fehler, jede Schande einzugestehen und zeigte mir, wie schwach ich war. Als er mit mir fertig war, stützte er mir mit seinem Finger die Kehle auf. Aber ich starb nicht. Er befreite meine Seele durch die Wunde, damit ich bis in alle Ewigkeiten bei all jenen ausharre, die wegen meiner Schwäche gestorben sind. Und hier bin ich. Das verdiene ich für all das Leid, das ich in meinem Leben verursacht habe. Habt ihr Vordakai gesehen? Erzählt mir von ihm. Ein Lich. Ein Zyklop. Ihr toter Herrscher. Er ist eine uralte Kreatur. Vielleicht das älteste Wesen in ganz Golarion. Er hasst Menschen, Zwerge, Elfen. Die niederen Völker, die Sklaven, wie er sie nennt. Er kann unseren Verstand verdrehen und unseren Willen zu Staub zermahlen. Ich weiß es, denn ich wurde ein Opfer seiner Macht. Er prahlt, dass er die ganze Welt unterwerfen wird. Aber wenn ihr mich fragt, haben die Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen. Sie haben ihn geschwächt, während er hier in diesem Grab schlief. Ich glaube nicht, dass Vordakai allmächtig ist. Es könnte möglich sein, ihn zu besiegen. Und Ekodayo. Menschen zu verschlingen, reicht diesem Monster also nicht. Es will eine Krone, ich verstehe. Warum bleibt ihr in dieser Welt? Ich habe es versucht. Ich wollte gehen, aber Villas Stimme wird schwächer. Ich hatte Angst. Ich habe getan, was ich konnte, um ein anständiger Mann zu sein. Aber was, wenn es nicht genug war? Was,
wenn Pharasma beschließt, mich zu verstoßen und mich Dämonen zum Fraß vorwirft. Nein. Nein, ich bin auch nicht bereit. Ich muss nachdenken. Muss mir Mut machen. Ich muss... Villas Stimme verblasst zu einem schwachen, unverständlichen Flüstern. Und Knock Knock. Der Goblin starrt auf den Geist, schüttelt dann aber entschlossen den Kopf und wendet sich ab. Knock Knock, nicht wissen, wohin gehen, wenn sterben. Aber nicht wissen muss. Tod ist tot. Knock Knock, noch leben. Alles gut. Du warst doch noch nicht tot. Kannst du uns doch erzählen, wo du da warst. Ich kann sagen, recht davon gut. Tut mir leid, ich sorge dafür, dass Wodakai bereut, was er getan hat. Oder neutral, ich habe eure ihr habt eure Bestrafung verdient. Ihr habt großes Leid über zahllose Unschuldige gebracht. Das ist der Preis, den ihr dafür zahlen müsst. Naja, sagen wir mal so. Zum einen wurde Vilas Gunnarsson in dieses Grab geführt. Er hat es nicht einfach so von alleine gefunden. Und ich glaube schon, wer ihn geführt hat. Das glaube ich schon zu wissen. Das Erste. Und das Zweite. Wer von allen Leuten, die man in dieses Grab geschliffen und geführt hätte, hätte wohl nicht diesen armen Reif eingesteckt? Einige hätten es nicht gemacht, aber viele hätten es gemacht. Dringil hätte es auch gemacht. Also insofern, die Strafe, die er hier bekommen hat, ist schon ein bisschen sehr happig dafür, für das, was er gemacht hat, finde ich und finde Dringil. Also, nee, das kann man so gesehen nicht sagen. Kann ich da schon böse angreifen? Ihr habt mich zuerst angegriffen, jetzt bezahlt ihr dafür, oder? Neutral, ich muss gehen, lebt wohl. Naja. Das Einzige, was ich jetzt hier sagen kann, wäre das Rechtschaffen Gute, wobei Dringil das nicht ganz so pathetisch sagen würde, wie es hier steht. Aber die Baronie Gwirland wird von untoten Zyklopen angegriffen. Und das kann nur mit Wodakai zu tun haben. Dringil kann jetzt nicht gehen. Und die Tür ist da ihm sowieso zu. Also, tut mir leid. Ich sorge dafür, dass Wodakai bereut, was er euch angetan hat. Und Vilas Gunnarsson. Ich danke euch, euer Gnaden. Aber bitte, rettet euch selbst. Mir kann niemand mehr helfen. Mhm. Was heißt denn, rettet dich selbst? Hallo Zomboiden. Na, geht's euch gut? Euch geht's viel zu gut. Wir gehen mal da ins Eck. Alle ganz schnell. Und dann kriegen wir ganz bestimmt, ganz schnell in 5 Sekunden eine Hast hin. Auf dich selbst. Bist du so schnell? Ja, glaube ich nicht. Und ein Gebet. Michelchen, mach uns den Betmeister. Und Hund, komm nach vorn. Und Valerie, komm nach vorn. So. Und jetzt muss ich ja durch diese Zombies pflügen, das geht nicht anders. Ist schon komisch, oder? Vilas Gunnarsson klaut was aus dem Grab und alle Bewohner von Warnburg werden bestraft. Das ist irgendwie auch eine Logik. Kann nur... Ach, das ist ein Schreckgespenster. Scheiße. Uiuiuiui, zurück. Du... Bitte als Einziger. Hast du die Waffenverzauberung noch parat? Wenn nicht, hast du sie jetzt wieder. Du kannst schießen. Du kannst schießen. Du kannst schießen. Knock Knock tut bitte erstmal gar nichts. Hundi tut bitte gar nichts. Valerie tut bitte gar nichts. Begonka. Oh. Erigonga muss... Michi, komm näher. Was ist das? Eine doofe Situation. Eine sehr doofe Situation. Eins haben wir weg, richtig? Ja. Michi, mach mal den da. Erigonga. Du bist der Einzige, der hier nicht sich diese negativen Sachen einfängt, wenn du da gerade stehst. Du darfst auf keinen Fall hier die Schreckgespenster hinterlassen. Valerie, du könntest theoretisch in den Fernkampf gehen. Magdor kann das gar nicht. Der Hund kann es auch nicht. Michel? Ja, das ist nicht schlecht.
Mach das weiter. 4 Sekunden, das ist viel zu lange. So, jetzt musst du anfangen, ihn zu heilen. Im Akkord. Regonka, du musst dich auf die Schreckgespenster versteifen, richtig? Und ihr bitte auch. Nowhere to run. So, Regonka, hier. Oh, das hat ja richtig gut funktioniert am Ende. Ich hätte gedacht, das geht schlimmer aus. Achso, sind da unten noch welche? Jetzt, wo ich noch einen Todesschutz habe und so. Da ist noch ein. Oh, stopp. Da ist noch ein Schreckgespinst. Hey, Gonga, mach dein Ding. Die for me. Oh, die gleiche Scheiße nochmal. Aber mit. Doch, mit. Oh, wow. Michelchen, komm da hin. Heilung im Akkord. Du schießt auf das Schreckgespenst. Du schießt auf das Schreckgespenst. Regonga. Du stehst da. Da angreifen. Und zwar mit dieser Waffenverzauberung. The weak suffer. I endure. Michael, du weißt schon, was du machen sollst, oder? Mann! Michael! Eins ist weg. Auf das zweite dich konzentrieren. Oh, das wird dann niemals aushalten. Fokussieren. 3 Sekunden, keine Chance. Ja, doch. Das Schreckgespenst jetzt weg, das zweite. Das ist ein Zombie-Fürst. Zombie-Fürst. Ich sehe jetzt hier kein Schreckgespenst mehr. Ich glaube, die sind alle weg. Dann können alle das Hirn angeschaltet bekommen. Außer Valerie. Ja, also die natürlich auch, aber die geht in ihr Nahkampfwaffen-Set. Und Michael, eigentlich müsstest du gar nicht heilen. Es ist besser, wenn du jetzt. Na doch, hey, nochmal, komm. Ist okay. Weg hier. Stopp, Michael. Huh. Noch ein Schreckgespenst da. Nö. Okay, so, jetzt wird. Regonga, warte mal. I earn for entertainment. Die Spruchrolle, die hebe ich lieber für ihn hier auf. Ogbo, du kannst ja was trinken. Und dann trinkst du dich jetzt mal hier gesund. Mit der Wunden heilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. Gut. Wir haben eine Spur von Loot hinterlassen. Ich hoffe, diese Zombies sind jetzt alle entschärft hier. All according to plan. Vilas, bist du noch da? Sagst du noch was? Vilas Gunnarssons rastlose Seele ist zu einer stummen, verblassten Gestalt geworden, die in der Dunkelheit kaum zu erkennen ist. Oho. So, dann hier. Feuerschein eines gefallenen Kriegers und einen Kampfstab. Das ist ein Stab des Nekromanten. Das wird dem Michael auch nicht gefallen. Aber er könnte ihn benutzen. Auch eine Mönchswaffe. Verbesserung plus 1. Dieser plus 1 Kampfstab gewährt einen Verbesserungsbonus von plus 3 auf die Waffe, der von seinem Träger mittels der Zauber Tote beleben und Untote erschaffen, herbeigezauberten Monster. Nee, das ist Quatsch. Das werde ich nie machen. Okay. So, dann. Repent!
sammeln. Oh je. Ganz viel. Aber die Kämpfe, die waren jetzt gar nicht so schlecht gelaufen. Aber nach meinem Abenteuer am Rinderfestfriedhof habe ich ja zumindest eine gewisse Taktik, was die Schreckgespenster angeht. Auch wenn die natürlich hier zufälligerweise sogar funktioniert hat. Das hätte auch anders ausgehen können, wenn die Zombies, die normalen physischen Zombies, wenn die Regonga stärker verkloppt hätten. Und die, die ja noch gelb sind, das sind immer noch genauso viele wie vorher, oder? Können noch mal so viele kommen, oder was? Inklusive Schreckgespenstern. Also das hier ist noch nicht gesäubert, diese lange Halle. Okay. Dann, liebe Gierlinge, ist die Episode zu Ende. Ich bringe die Helden jetzt hier unten an diese Tür. Ich werde mit Dringir jetzt noch mal sicherheitshalber hier noch einmal die Wand ablaufen, ob hier noch irgendwas ist. Und wenn da was ist oder auch nicht, erfahrt ihr das im nächsten Teil. Bis dahin!